Menschen fanden das Thema Tod schon immer faszinierend. Es ist ein Mysterium, das uns alle betrifft. Ich meine, wir werden alle sterben irgendwann. Aber niemand weiß, was genau passieren wird nach dem Tod. Manche übertreiben mit ihrer Faszination für den Tod aber komplett und fühlen sich sogar davon hingezogen. Wie zum Beispiel Karl Tanzler, ein Nekrophiler, der einen verstorbenen und mumifizierten 22-Jährigen über 7 Jahre lang in seinem Haus aufbewahrte. Jo. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen, aber es gibt einen Mann, der dieses ganze Thema auf ein Next Level gebracht hat, und zwar Anatoly Moskvin, auch genannt The Russian Dollman. Für diese verstörende Geschichte reisen wir zurück ins Russland der frühen 2000er, wo ein Typ namens Moskvin gelebt hat. Er war damals 52 Jahre alt und galt als echtes Genie. Er war ein Historiker, der verschiedene wissenschaftliche Abhandlungen verfasste und 13 verschiedene Sprachen beherrschte. Obwohl viele seiner Kollegen und Familienmitglieder ihn für einen normalen Typen hielten, wusste man nie genau, was in seinem Kopf vor sich ging. War da vielleicht doch etwas, das ihn von anderen Menschen unterschied? Etwas, das ihn faszinierte, aber für andere verstörend war? Moskvin war besessen von dem Thema Leben nach dem Tod. Er war so besessen, dass er sogar wissenschaftliche Abhandlungen und Zeitschriften darüber geschrieben hat. Das hätte eigentlich schon geholfen, zu verstehen, was er eigentlich vorhatte. Moskvin war ein beunruhigender Charakter. Trotz seiner unscheinbaren Art hatte er Ende 2011 die russische Polizei und die Medien in einen der dunkelsten und bizarrsten Kriminalfälle in der Geschichte des Landes verwickelt. Lasst uns kurz sein Leben anschauen, um ein besseres Bild seiner Person zu bekommen, und reden dann darüber, was er getan hat. Ich verspreche euch, das wird euch umhauen. Real Talk, das ist anders heftig. Stellt euch vor, es ist das Jahr 1966 und wir reisen nach Nischni Nowgorod in Russland. Dort wurde Anatoly geboren, ein Junge, der alles andere als normal war. Seine Eltern erzählten später, dass er schon als kleines Kind sehr sozial unbeholfen war und Schwierigkeiten hatte, Freunde zu finden. Das hat ihn nicht davon abgehalten, unglaublich intelligent zu sein. Tatsächlich war er so schlau, dass seine Eltern seine Unbeholfenheit einfach auf seine Intelligenz schoben und sich nicht viel dabei dachten. Anatoly hatte aber ein dunkles Geheimnis, denn er sammelte Tiere. Viele fanden das natürlich gruselig und seine Eltern haben ihm das auch verboten. Doch Anatoly ließ sich nicht davon abhalten und schmuggelte heimlich Tiere in sein Zimmer. Dort hatte er sie präpariert und aufbewahrt. Einige sagen sogar, dass er eine Art Tierfriedhof in seinem Zimmer hatte. Als er 13 Jahre alt war, schrieb er in einer lokalen Wochenzeitschrift über Friedhöfe und Nachrufe, was seine Leidenschaft für den Tod nur noch verstärkte. Falls ihr nicht wisst, was ein Nachruf ist, das ist eine Art Artikel oder Notiz, die in einer Zeitung, Zeitschrift oder Online-Plattform veröffentlicht wird, um das Leben und die Leistungen einer verstorbenen Person zu würdigen. Darin erfährt man auch mehr über die Person, ihre Karriere, ihre Hobbys, Interessen und so weiter. Doch es blieb nicht bei diesen Schreibereien, denn Moskvin war in ein merkwürdiges Ritual verwickelt. Eines Tages auf dem Heimweg von der Schule wurde er von einer Gruppe Männer in schwarzen Anzügen gestoppt, die auf dem Weg zur Beerdigung der 11-jährigen Natascha Petrova waren. Und sie zwangen ihn, das tote Mädchen zu küssen. In seinen späteren Schriften beschrieb Moskvin, wie er das Mädchen geküsst hatte. Nicht nur einmal, sondern zweimal und ein drittes Mal. Moskvin fand daraufhin immer mehr Interesse an Grabstätten und Friedhöfen. Und seine Faszination mit dem Tod und dem Leben danach wurde zu einer tiefen Obsession, die ihn durch sein ganzes Leben begleiten sollte. Anatoly las alles über den Tod und begrub sich in Büchern über Friedhöfe und Beerdigungen. Er besuchte auch welche und studierte die Gräber von Verstorbenen. Er notierte sich ihre Namen und Daten und lernte alles, was er konnte, über ihre Leben. Er machte sich auch Notizen darüber, wie er begraben werden möchte, und plante schon seine Beerdigung, seinen Tod. Er kaufte sich einen Grabstein und schrieb seine eigenen Nachrufe. Seine Eltern und Kollegen bemerkten nichts von seinem seltsamen Verhalten und er schien ein ganz normaler, wenn auch bisschen seltsamer Mann zu sein, aber seine Obsession mit dem Tod und den Toten war tief verwurzelt und er würde viele Jahre damit verbringen, sich mit Friedhöfen und Beerdigungen zu beschäftigen. Nach diesem seltsamen Vorfall, wo er das tote Mädchen küssen musste, hat er sich für Okkultismus und schwarze Magie interessiert. Nach seinem Abschluss wurde bekannt, dass er sich ein umfassendes Wissen über Details und alle umliegenden Friedhöfe in seinem Gebiet angeeignet hatte. In seinen Schriften schrieb er, dass er von 2005 bis 2007 mehr als 700 Friedhöfe besuchte, zusammen mit seinem Assistenten. Beide dokumentierten ihre Reise, auf der sie Friedhöfe und Geschichten dazu erforschten, um ein Buch dazu zu veröffentlichen. Moskvin hatte aber einen Hintergedanken. 2009 bemerkten lokale Anwohner, dass die Gräber ihrer Geliebten verwüstet und komplett ausgegraben wurden. Das führte zu einer 2 Jahre langen Untersuchung dieser Vorkommnisse, führte aber auf keine Spur.
Durch einen Zufall wurde aber sein dunkles Geheimnis aufgedeckt. 2011 ereignete sich ein Terroranschlag auf einem Flughafen in Moskau, der sich gegen Muslime richtete, und kurz darauf bekamen Behörden Wind von einigen muslimischen Gräbern, die angeblich ausgegraben und verwüstet wurden. Die Ermittler wurden zu einem Friedhof geführt, auf dem Moskwin die Bilder toter Muslime übermalte, ohne jedoch etwas anderes zu beschädigen. Also, auf dem Flughafen gab es einen Terroranschlag, der sich gegen Muslime richtete. Moskwin hat aber nichts damit zu tun, er war nur an den Gräbern interessiert. Und weil er für seine Leidenschaft diese Gräber aufsuchte, wurde er erwischt und verhaftet. Die Polizei hatte zunächst einen Verdacht, dass er was mit den Anschlägen zu tun hatte, aber hatte er nicht. Kurz darauf leitete die Polizei eine Untersuchung dieser kranken Taten von Moskwin ein und durchsuchte den ersten Ort, der von Interesse sein könnte, und zwar seine Wohnung. Die Polizisten hatten jetzt die Erwartung, dass man in der Wohnung wahrscheinlich irgendwelche Zusammenhänge finden kann mit dem Anschlag. Aber was sie in Wirklichkeit fanden, ließ die Polizei vor ein Rätsel stehen. Bei der Razzia in der Wohnung, die er sich mit seinen Eltern teilte, wurden 29 leblose Puppen gefunden. Die Figuren, die überwiegend antike Puppen darstellen, trugen verschiedene Arten von Kleidung. Offenbar hat Moskwin sie alle geschminkt und sogar Knöpfe der verschiedenen runden Gegenstände in ihre Augenhöhlen gesteckt. Das Problem ist aber, dass das nicht irgendwelche Puppen waren, sondern Körper toter Mädchen im Alter zwischen 3 und 12. Es wurde noch verstörender, als die Polizisten einige von ihnen bewegten. Die meisten von ihnen gaben eine Art Jingle von sich. Später stellte sich heraus, dass Moskwin jeder der Rippenkäfige mit Musikboxen gefüllt hatte, damit sie ein hörbares Feedback geben konnten. Er verfolgte sogar die Geburtstage jeder Puppe und feierte diesen Tag dann gemeinsam mit den Puppen. Laut Polizei waren auch Bilder der Grabsteine und Gedenktafeln im Raum zu jeder einzelnen Puppe. Die meisten dieser Puppen trugen auch die Kleidung, in der sie begraben wurden. Seine Eltern wussten zwar von den Puppen und dachten, das sei irgendein Hobby von ihm oder so, wussten aber nicht, dass das Leichen sind. Einer der Nachbarn erklärte, er hätte immer einen fauligen Geruch wahrgenommen, wenn er an der Tür von ihnen vorbeiging. Er dachte aber nur, das sei irgendein Abwasserproblem des Gebäudes. Die Medien gaben ihm den Namen Herr der Mumien und der Puppenspieler. Untersuchungen ergaben, dass er extrem schizophren sei. Deshalb wurde er nicht vor Gericht gestellt, sondern in eine psychiatrische Anstalt geschickt. Es wurde berichtet, dass er in der Anstalt von den Wachleuten oft verprügelt wurde wegen seiner Taten. Er bekam täglich 15 Pillen, die ihn in einen katatonischen Zustand hielten. Das ist ein Zustand, in dem du dich kaum bewegen kannst und deine Umgebung nicht richtig wahrnehmen kannst. Er wurde in eine andere Anstalt verlegt, doch 2018 wurde ihm die Möglichkeit geboten, seine psychiatrische Behandlung zu Hause fortzusetzen. Er war so gesehen wieder frei, aber unter Beobachtung. Die Mutter eines Opfers wusste eine lange Zeit nicht, dass sie einen leeren Sarg regelmäßig besucht hatte. Ihre Tochter wurde im Alter von 10 brutal ermordet. Die Gewissheit, dass man ihr so gesehen zweimal ihre Tochter weggenommen hatte, machte sie wütend. Sie sprach sich, wie viele andere auch, gegen seine Freilassung aus. Obwohl er mittlerweile ein freier Mensch ist, gehört seine Tat zu den dunkelsten und bizarrsten Verbrechen der Geschichte. Von insgesamt 150 Leichen, die er im Laufe der Jahre ausgegraben hatte, verwandelte er 29 davon in Puppen. Tja, Freunde, das war sie, die Geschichte des Russian Dollman. Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Findet ihr es fair, dass man ihn freigelassen hat? Ich meine, er hat niemanden getötet. Sollte er in die Klapse, sollte er frei sein? Schreibt mir auf jeden Fall eure Gedanken jetzt in die Kommentare.